den Knusperschnecken. Und willkommen am zweiten Tag auf der Eurobike. Der eine oder andere hat das Video von gestern vielleicht schon gesehen, vielleicht nicht, habe ich es hier oben nochmal verlinkt. Ja, heute weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir uns noch angucken können. Eigentlich gibt es noch ganz viel, aber irgendwie ist alles gleich. Alle haben E-Bike, alle haben was aus Carbon. Deswegen gucken wir heute vielleicht mal ein bisschen in die Richtung Gravel-Bikes und Gravel-Taschen. Ja, sonst, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, hatte ich ja schon gesagt, schreibt es unten in die Kommentare, dann versuche ich das morgen einzufangen. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir heute noch so entdecken können. So, ich bin jetzt bei Basso angekommen, die mir bisher eigentlich nur irgendwie als große Rennradmarke bekannt war. Allerdings haben die hier das Palter stehen, das ist eher ein Crossrad. Auch wirklich sehr schön, haben hier zwei verschiedene Farbkombinationen hier. Und echt die Vorbau von Basso, die sind so schön, mega flach, mega toll, müsst ihr euch mal anschauen. Ist wirklich der absolute Hammer. Also das wäre so ein Crossrad, was ich definitiv fahren würde. Eine Besonderheit habe ich bei dem Basso hier entdeckt, und zwar ist da die GRX-Gruppe als die i2 montiert, und die ist wirklich ganz schön und macht einen ganz schön soliden Eindruck. Gerade hinten das Schaltwerk sieht echt ganz schön top aus. Die Kurbel ist auch der totale Traum und die Hebel, ja, futuristisch, aber glaube ich ziemlich bequem. Leider regnet es heute, deswegen komme ich irgendwie nicht dazu, die GRX-Gruppe mal Probe zu fahren. Shimano hat ja nämlich draußen auch einen Stand, aber vielleicht klappt das irgendwie in den nächsten Wochen, die mal Probe zu fahren. Gestern hatte ich euch ja schon diese Titschik oder Tittik oder wie auch immer man die Firma ausspricht, da haben gezeigt mit diesem super, super dünnen Oberrohr. Anscheinend haben die auch ein Gravel oder Crossrad auf den Markt gebracht. Sieht eigentlich ganz geil aus, aber der Vorbau ist wirklich das mit Abstand hässlichste, was ich je gesehen habe. Zumindest in dieser Kombination mit den Space, und schaut sich an, ist mega hässlich. Aber was bei dem Rad eigentlich noch viel interessanter ist als dieses 8mm Oberrohr, ist diese FSA K-Force Gruppe. Die ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch komplett elektronisch. Und da ist halt was ganz anderes als Shimano, SRAM oder Campagnolo. Und die Kurbel, voll das Raumschiff, Carbon, wohlgeschmiedet. Wow, sieht nicht schlecht aus. Anscheinend kann man mit den Hebeln auch, wie man da sieht, noch so eine Dropper Seat Post steuern. Auch ganz schön geil. Ja, guck mal, haben wir doch noch ein ganz interessantes Bahnrad entdeckt. Und zwar dieses hier hat anscheinend einmal 2015 bei der North American Handmade Bicycle Show gewonnen als bestes Trackbike. Und das Ding ist wirklich ein ganz schönes Raumschiff. Carbon, wo nur geht, Rahmen aus Stahl, super krass verschweißt. Not bad. Also haben wir auch noch ein schönes Bahnrad gefunden, hatte ich euch ja versprochen. So, gerade habe ich auch den Menschen von Schimpanse getroffen und ich habe schon den Aufkleber fürs Bohemian Border Bash bekommen. Den Aufnäher kriege ich erst, wenn ich es nächste Woche überstanden habe. Das ist ein Event, der ist nächstes Wochenende vom 12. bis zum 15. September. Irgendwo in der Tschechei, bummelig 50 Kilometer von Dresden. Gibt da irgendwie über 3 Tage ein Rennen, oder besser gesagt mehrere Rennen, von Strecken von 75 bis 150. In eine Gruppe fährt sogar 300 mit DJ, mit Zelten, mit Bier und Party und Grillen. Man kennt das ja. Aber jetzt gucken wir erstmal weiter, was wir hier noch so auf der Eurobike entdecken können. Ha, wieder bei Swift angekommen und Glück gehabt, Maurice Ballerstedt sitzt auf der Rolle. Und dem gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Nerven. Du bist so sportlich, dass du tippen kannst und Fahrrad fahren gleichzeitig. Ja, und das muss man heute können. Was ist hier die Challenge? Was macht der Junge? Ja, er fährt jetzt einen 20-Minuten-Test. Im Stehen. Im Stehen? Naja, ihr habt's gehört. Also wir gucken jetzt zu, wie Maurice Ballerstedt sich richtig kaputt macht. Nach 3 Wochen ohne Rad. Nach 3 Wochen ohne Rad und mit, nennen wir es mal, Verletzung. Guck mal, da ist schon rot. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, ne? Nee, er soll hier 470 Watt ist er schon gefahren. 470, okay. Und danach kommt, ah, das geht ja. Ach, danach kommt erst. Ja, das ist nur Warm-up. Das ist nur Warm-up, der FTP-Test kommt noch. Wir können also gucken, wie der Junge sich richtig kaputt macht.
genau 9 Watt mehr als mein höchster FDP jemals war. Und der Junge ist im Stehen gefahren. Hut ab, ey, nicht schlecht. So, jetzt bin ich bei Restrap angekommen. Da wollte ich nämlich mal schauen. Ich habe nämlich schon die ein oder andere Tasche von denen. Die, die ihr da vorne in grün drauf seht, die habe ich schon in schwarz. Die ist ziemlich geil. Aber was ich sehen wollte, was ich noch nicht live gesehen habe, ist diese hier. So was habe ich mir nämlich von Maurice Brocco schön überlegt. Da wollte ich mir eigentlich keine Rahmentasche nehmen, weil ich dachte, ich kann das vorne auf die Zeitfahrauflieger bauen. Ja, ich hatte keine Tasche und habe auch keinen Hersteller gefunden, der es hatte. Und dann habe ich ein paar Wochen später die von Maurice überlegt. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Lösung. Oder ich muss mir vielleicht was Ähnliches nähen lassen. Denn das wäre gar nicht so ungeil irgendwie für die nächste Maurice Brocco Tour oder Langdistanz, wo ich ja keinen Bock auf eine Rahmentasche oder so habe. So, Restrap war auf alle Fälle ganz interessant. Ich habe noch erfahren, dass diese Tasche, die vorne am Lenker dran ist, irgendwie gegen März auf den Markt kommt. Es ist so ein super leichten und 100% wasserdichten Material. Die Tasche wiegt keine 100 Gramm, also wirklich super leicht. Die anderen Taschen von denen sind auch leicht, aber das ist wirklich, wow, nochmal Next Level Shit. Die werde ich mir dann, denke ich, anschaffen, weil genau sowas habe ich halt gesucht für meinen Zeitverkauf. Jetzt gehe ich aber erstmal zu Pelago, denn da soll es Bier geben. Außerdem haben die Jungs und Mädels, ich glaube, ich komme aus Dänemark oder Norwegen, auch relativ schöne Räder. Gerade diese City Commuter, hoppala, mit dem ganzen Kram dran sind super interessant und da gehe ich jetzt mal hin und versuche ein paar Bier zu schnuppern. So, eigentlich wollte ich gerade die Halle zu Pelago wechseln und dann habe ich dieses Titan-Tandem entdeckt. Das ist auf alle Fälle eins der, ich sage mal, etwas interessanteren Fahrräder. Mountainbike, vorne Federung, alles dran. Schaut es euch mal an, krasses Ding. So, ich war gerade auf dem Weg zur Pelago, da bin ich hier mit dem Snackstand vorbeigekommen und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr auf die Eurobike geht, holt euch auf jeden Fall Krautschupfnudeln. Das ist echt das Geilste, was es hier zu essen gibt, auch wenn die Portionen von Jahr zu Jahr kleiner wurden, von Jahr zu Jahr teurer, aber das Zeug ist der Shit. Glaubt mir, wenn ihr hier hinkommt, esst das. Es gibt hier nichts Besseres zu essen. Hui, so, das ist eigentlich schon der nächste Tag. Ich war ja auf dem Weg zur Pelago, das ist dann ein bisschen schief gegangen. Warum? Genau aus diesem Grund hier. Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich da auf dieser Party versackt und habe mich dann doch ganz schön betrunken. Deswegen, ja, war es das für heute mit der Folge. Morgen kommt dann die nächste, ansonsten der übliche Kram. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen unten in der Videobeschreibung. Und ich hau mich jetzt erstmal irgendwo hin und kater noch ein bisschen aus. Also, ja, dann bis morgen, ihr Hübschen.